War denn da hinten sonst noch irgendwas zu holen? Wahrscheinlich. Hier ist sonst absolut gar nichts. Nö. Und hier drin ist, glaube ich, auch nichts. Haben wir denn mit den Mitteln, die wir hier gerade haben, überhaupt schon alles gesehen, was wir denn brauchen? Ich vermute ja mal gerade mal nicht. Ich will noch mal gucken, ob auf der anderen Seite hier noch irgendwas ist. Ja. Ob das nicht total... Ich spring mal, ne? Spring! Und zacke die. So. Ob das hier wirklich so total sinnlos ist oder ob hier noch was... Ist ja hübsch, ne? Aber... Hui. Das ist ein Trampolinspringer. Ja. Yeah. Von Beruf. Nee, da ist nichts, wa? Professionelle Luftleiter. Ja, ist, Die bringt dir halt auch nichts. Was? Nee, das ist eine Portalfläche, die bringt dir aber auch nichts. Das ist ganz richtig. Außer ich komme zu... Welches Portal habe ich denn da oben? Ja, ich spring nochmal. Ui. Hey. Boinga. Also geht immer so schnell rum. Was? Dass wir hier den Laser erstmal deaktivieren müssen. Das kann sehr gut sein. Ich habe gerade genau das Falsche gesetzt. Verdammt. Herbs. Das war noch blöder, aber es ist egal. Du kannst mich ja rauslassen hier. Ja. Ich spring schon mal. Verdammte Axt. Ich war einfach nicht schneller da. Du musst schon den richtigen Knopf nehmen. Ich nehme mal hier den Würfel mit, ne? Es war der richtige Knopf. Dann kommst du ja nicht mehr hoch. Ich stelle mich einfach auf den Würfel. Achso, okay. Ja, aber dann kannst du ihn ja nicht mitnehmen. Verdammt. Ich stelle mich selbst drauf und lass den Würfel da alleine hochgehen. Ich glaube, wir müssen, also wir können den Laser ja nur unterbrechen, indem wir einen Würfel haben. Weil selber reinstellen möchte ich mich denn nicht. Prisma. Ja, aber wo haben wir das denn? Das ist ja da drinne. Und ich meine, wir haben da oben einen anderen Laser. Hier ist ja nichts auf der Ebene, wo man den dann umlenken könnte. In sinnvoller Weise. Ne? Da hast du recht. Soll ich hier nochmal mich in den anderen Raum begeben wollen? Da müsste das geht aber so eher so nicht ohne Würfel. Ne? Ja, oder ohne mich. Ja, ohne dich geht sowieso nichts. Nüscht geht. Jo, wie gibst du mir den jetzt? Nö. Ich meine, wie gibst du mir den nicht, ob du mir den gibst? Na, ich könnte den theoretisch hochgeben, behaupte ich einfach mal, aber... Ich stelle mich lieber selbst da drauf. Ach so. Das stimmt natürlich. Boing. So, hallo Turm. Tschüss Turm. Fahre hoch. Wohin fährst du denn? Hahaha. Irgendwo anders hin. Hier ist immer noch eine Fläche. Ist eine Fläche, ja. Die mache ich aber mal. Doch, die ist. Ist schon ganz gut da. Ich hol mal den Würfel hoch, ne? Ja, hol mal den Würfel hoch. Hol mal den Würfel hoch. Das doch mal, siehst du? Guck mal, ein Würfel. Hast du, kennst du? Hallo! Soll ich da mal? Ich hab noch nicht auf den Knopf da gedrückt, ne? Also man hätte ihn auch anders da hochholen können. Aber so ist. Au. Ja, so, jetzt kommen wir. Warum ist das immer noch da ausgefahren? Das ist aber nur auf der Seite ausgefahren. Die andere Seite ist nicht mehr ausgefahren. Echt? Echt? Oh. Der ist voll rein. Ja, das ist schön gemacht. Danke. Oh, was haben wir jetzt davon? Ich glaube nichts. Können wir nicht das Ding einfach abmontieren und woanders hinsetzen? Ja, nein. Das würde es einfacher machen, dann bräuchten wir überhaupt nichts hier. Können wir so ein bisschen... Die bekommen ja letztendlich nur über einen Winkel. Also wenn wir den Laser in irgendeine Fläche so ein bisschen schräg so ein bisschen reinballern. Winköl? Genau. Es ist so eine Flüssigkeit, die dann einem zuwinkt. Und wir brauchen scheinbar tatsächlich die Bridge, weil dann könnten wir...
dann würde da der... Ja, dann lenken wir das da oben und dann die Bridge da drunter und dann stellen wir das da hin. Genau, aber wie kommen wir hier runter? Set ist die Frage. Können wir das nicht aber auch, indem wir mit dem Dingens da durchschweben und dann... Ich meine, wir brauchen ja so oder so... da oben ist das. Das da. Ja, das brauchen wir definitiv. Man könnte... Nee. Miau. Ah, siehst du, guck, also ich könnte den so abnehmen, theoretisch. Wenn du da oben schwebst, dann könnte ich... Du meinst, du willst ihn da rausrupen dann, oder was? Ja, genau. Da macht man das. Willst du gerne... Du darfst gerne mal springen, das war dein Vorschlag. Ja, okay. Springen. Oh. Ey, was war das denn jetzt? So. Nochmal bitte. Hä? Ach so, du meinst, ach so. Ich meine, ohne das... Ja, yeah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja. Yeah. Ich dachte, das wäre so deine Idee gewesen. Nee, das war nicht meine Idee, aber egal, okay. Ich versuch mal. Na, ich drücke. Er kommt. Okay, ich muss bedeuten früher, alles klar. So, du springst und ich drück dann einfach. Okay. Ah, ein bisschen, wir müssen zeitgleich tatsächlich. Bist du da? Ja, ich bin da. Oh. Ich drück. Das ist so schön, was du da machst. Ach nee, guck mal hier, jetzt bitte nochmal. Ja. Cheater! Oh, das ist doch gut. So. So, und jetzt machen wir es uns ganz einfach. Und stehen einfach blöd rum und gucken. Nee. Also können wir auch. Das ist immer so albern. Kannst du den Laser mal da oben hin umlenken? Dahin willst du den haben? Ja. Hier oben. Es wäre. Ja. Du hast mich überschrieben. Aber du wolltest doch, dass ich ihn dahin tue. Aber doch. Oh. Hä? Mach nochmal dahin. Wieso? Wieso? So. Ah. Es wird nicht funktionieren, aber es wird lustig. Das ist gut. Ein bisschen Spaß wollen wir halt auch haben. Ein bisschen Spaß muss sein. Oh! Eiskalt. Wobei, funktioniert das? Ja, na klar. Ach, geil. Aber die Frage ist jetzt halt... Wie lange? Wow. Ist das eine Türme oder was? Egal, warte. Wir sollen noch anders denken, das sagt doch der Titel der Map. Achso, hier ist eine Glasscheibe, ist alles gut. Kannst du da irgendwo ein Portal hinsetzen? Nee, also wir müssen definitiv... wenn ich mich beeile... Wobei, wenn ich loslasse, dann passiert noch gar nichts mehr. Aber warte mal, reicht es vielleicht? Aber die Idee war doch gar nicht so schlecht. Ja, ne, weißt du, es funktioniert wahrscheinlich, wenn wir... Oh, ich komme ja um... Nein! Aua! Du, wir können... Das sieht auch so blöd aus, wie ich hier schwebe. Wir können... Gut, bekommen wir es hin, dass der Peter und die Lisa... der Laser... aus einem Portal rauskommen, quasi aus dem roten da oben, und dass der Würfel genauso dagegen gedrückt wird, wie er jetzt ist, nur eben von der, weil er ist jetzt gerade an der Wand. Wie willst du die Sachen denn bündeln? Ja, das frage ich mich halt auch gerade, aber das muss doch gehen. Ne? Ja. Kann man den Laser da irgendwie rausschießen lassen? Da hätten wir ja. Da nichts von. Also da ist ja auch dann nur... Ja, es, ich glaube, das geht doch irgendwie nicht. Nee, es geht nicht. Aber warum ist da oben eine Fläche? Einfach nur, weil es geht, oder was? Na, der Laser könnte da durchgehen, ne? So. Ja. Aber es bringt halt mal einfach... Oh, Moment. Kann man wir müssen jetzt den Würfel hier wandern lassen und wenn er da durchgeht, dann geht's hier kurz auf und dann können wir beide durch. Verstehst du den Peter jetzt ein Stückchen höher? Den Würfel hier reinschmeißen? Nee, der geht doch nicht. Warum sollte der da schräg hingehen? Das können wir gerne machen, also so ist nicht. Das macht er bestimmt. Ich bin flexibel wie so eine alte Gurke. Ist das zu tief, der? Das geht doch nicht. Das ist... Nee.
Nicht mal ansatzweise. Soll ich dir Applaus spenden? Für deine Idee. Kann man die beiden Peters nicht sich gegenseitig da beeinflussen lassen? Das Ding einfach schwebt dann. Nee, ne? Ich meine, warum ist hier unten noch ein Knopf? Oder wie kommen wir da viel besser hin? Kann man hier was öffnen noch? Ich meine, hier muss man ja eigentlich noch irgendwas öffnen können. Warte mal, was, rempel mich nicht an! Ja. Das bringt uns halt auch nicht weiter, ne? Nö. Ja. Huch. Ja. Irgendwas, ja, ich weiß ja auch nicht, wie man da irgendwie, ne? Da kann man irgendwo anders hier noch einen Laser reinstopfen? Ich meine, wir haben ja, soll ich mal den Würfel von hier, ne, kann ich ja gar nicht. Wieso? Ach so, nee, kannst ja gar nicht. Du kannst mir den dann zwar rübergeben, aber irgendjemand muss dann, nee. Ich will doch schon wieder sterben. Nee, du kannst mir noch rübergeben, die Treppe, da bleibt ja. Ach, stimmt. Ja, aber brauchen wir den? Nö. Können wir vielleicht da oben dann die Würfel da so aufeinander stapeln? Dass es offen bleibt. Wo? Ja, dass nicht ich den Prisma da so hochhalten so muss. Das wäre aber sehr sensationell. Ich glaube aber, die Höhe reicht dann, glaube ich, nicht, oder? Aber wir können es versuchen. Komm, lass uns doch mal einfach versuchen. Wir nehmen eh schon eine halbe Stunde auf und kommen zu nichts. Ja. Also können wir auch ruhig. Grazie. Hättest. Ja, so eine bin ich. Absolut. Ja. Eine kleine Pummelfee. Hoppa. Ja. Willst du das machen? Damit ich versage? Genau. Ja, ist okay. Damit kann ich leben. Ich gebe dir dann das Prisma hoch. Ja. Dünn, Ah ja. Dünn, Lalala, ich beschütze mich. Hua, mein Schutzschild. Oh. Oh, oh. Das wird aber niemals funktionieren, ne? Das ist dir klar. Ja, ja. Natürlich. Ich kann ihn noch nicht mal loslassen hier. Ah, da. Ja, gib mal her. Ja, am besten ranblöde durch den Schacht. Mach ich. Oh, aber schön. Kann ich ihn nach oben schieben? Ja, er geht ein Stückchen nach oben. Komm, ja, ja. Es ist leicht bescheuert hier. Nein. Jetzt brauchen wir den Laser hier drüber. Und wehe, du überschreibst das andere, das blaue. Der Laser wird aber zu hoch sein, denke ich mal. Ach Quatsch. Okay, ich setze es ganz oben. Ich setze es ganz oben. Guck bitte bei mir, wo ich es hinsetze. Ich setze es ganz oben. Huh. Es ist immer so ein bisschen höher, ne? Ich falle hier gleich raus. Das sieht so geil aus. Komm. Ich korpuliere hier gerade mit. Ah. Ich komm. Ich komm. Ja, 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 los. Verdammt. Das ist zu mittig hier. Moment, wenn ich den hier loslasse und davor tue. Ja, Hauptsache, wir haben Spaß. Oh. Hä? Oh, eine grafische Raffinesse hat sich gerade aufgetan. Oh. Nee, doch nicht. Ah, das war. Das ist ja jetzt auf, ne? Kannst du auch noch hier oben mit reinkommen? Und dann? Weiß ich nicht. Ich gehe nochmal nach hinten. Ich guck mal, vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen, aber ich. Ich glaube überhaupt nicht, dass man das so machen vielleicht muss. Ist da irgendwo eine Fläche? Ich kann ja jetzt, ja, ich kann normalerweise ja kein Portal setzen, weil dann. Naja, wenn da irgendwo eins ist, dann ist da ja eins. Dann kannst du ja, dann kann ich ja versuchen, hier durchzukommen. Theoretisch. Ich versuch's mal. Aber ich halte es für unrealistisch. Ich auch. Nö. Nee. Kannst du die Glasscheibe kaputt machen da? Das hier? Ja. Gibt's doch mal in den Bussen und sowas, so kleine Hämmerchen, wo man die Scheiben zertrümmern kann. Bin ich ein Bus? Das weiß ich nicht. Zumindest siehst du sehr mitgenommen aus. Wie?
Manu, das, ich hätte das schön gefunden, wenn das nebeneinander vielleicht? Wie nebeneinander? Da und da. Wurst und Lisa, Peter und Lisa nebeneinander. Das halte ich auch. Vielleicht können wir den ja schon vorher ablenken. Dass das dann schräg einfach von da hinten aus schräg durchpustet hier hin. Muss ja nicht hier vorne erst passieren. Ja, aber wie können wir den denn... Das wäre die nächste Frage. Ich komme mal raus. Wir müssen halt die Bridge hier irgendwo herholen. So ja, wie lange bleibt das Ding denn auf, wenn der Strahl nur kurz durchzeigt? Ich glaube, genau eine Millisekunde. Also es geht direkt wieder zu, sozusagen. So? Oh, die liegen immer noch aufeinander. Nicht schlecht. Ja. Ich probiere jetzt noch mal was anderes. Kannst du den Laser da oben noch mal rausholen? Ja, warte, ich hole meinen Laser noch mal da oben raus. Ja. Pack ihn aus. Rot. Bisschen mehr zur Seite. So? Ja. Ah. Geht das da durch? Da ist noch... Das guck mal, das andere Prisma macht mit. Das sieht ja geil aus. Ja, Moment. Halt, stopp. Nee, doch nicht. Verdammt. Wenn ich jetzt... Kann ich den... Ich will den loslassen. Hallo. Steck ihn in die Glasscheibe rein. Wenn man jetzt den anderen hier drüber... Ja. Ja, ich meine drunter. Gib mal hoch. Ist sowieso jetzt viel zu spät, als dass wir noch eine sinnvolle Lösung finden würden. Nee. Ja. Habe ich so den Eindruck. Dankeschön. Hui. Scheint er durch? Noch nicht, noch nicht. Ein bisschen weiter. Ja, ja, ja. Fast. Jetzt. Geil. Ich finde das gut. Ich finde das auch sensationell. Vielleicht muss das ja so. Ja. So, fertig. Kommst du? Miau. Hui. So, ich will nochmal hier rein. Ich fühle mich... Warum gehe ich hoch? Na gut. Also ist der Auftrieb die stärkere blau Kraft. Ist, da, blau ist durch. Stärker. Ja, keine Ahnung, nicht der Rentenpopel, das war ein anderer. Zementente. Sag mal, ob das so richtig ist. Ja. Ist es. Oder mach ein Video, wie es besser geht. Genau. Oder jemand anders. Steht ja allem frei. Die Titel von den Folgen sind ja immer so, wie die Maps auch heißen, da kann man ja das anhand von suchen. Und anhand des Benutzers, ne? Richtig. Ja. Das ist vollkommen recht. Find's gut. Ich auch. Sind wir durch hier? Geschafft haben. Was? Sind wir durch hier? Sind wir durch hier? Ja, wir sind hier durch. Sind wir durch hier? Ja, wir sind hier durch. Noch eins, zwei, drei Kniebeugen. Eins, zwei, drei. Puh. So, und jetzt alle auch vom Bildschirm. Genau. Und eins. Jetzt alle auf. Und zwei. Und drei. Schön die Hände an die Ohren. Und vier. Und fünf. Das muss reichen. Es steht jedem frei, eine 3- bis 5-stellige Zahl dann auch draufzulegen. Ja. Ich mache eher und so die... Und wir zählen nicht im Binärsystem. So. Think different, be different. Oder be different, wie das steht. Da ist das Bild leider schon sich davor am drängeln. Ja. Ja. Von der Zementente. Leider kann man auf dem Bild auch nicht sehen, ob da unten überhaupt, wie man dann da unten hätte hinkommen können, falls überhaupt. Es sieht halt nicht wirklich so hinkommend aus. Nee. Ne? Nee, ja. Vielleicht war das ja auch der richtige Weg, man weiß es nicht. Man weiß es echt nicht. Ich meine, different war es auf jeden Fall. Ja, und du bist eben auch komplett different. Als andere. Das kann man deswegen falsch verstehen. Deswegen konntest du das jetzt eben lösen. Ich bin einfach was Besonderes. Ja. Aber das kann ich nur durch deine geistige Unterstützung. Ja. Du meinst... Mit einem anderen Partner, hier Spielpartner, wäre es nicht passiert. Nee, definitiv nicht. Weil dann würdest du dich nicht so überlegen fühlen und würdest nicht so... Du meinst, da würde ich nicht das Gefühl haben, selber hier die Handlung zu übernehmen. Genau, das ist meine Taktik. Ich sorge dafür, dass du dich überlegen fühlst und dadurch total motiviert bist und ich kann mich zurücklehnen. Das machst du sehr gut. Da,
danke. Komm ich dumm rüber, ja, super. Ja. Nächstes Mal tauschen wir das einfach mal, da mache ich einfach gar nichts. Ich gebe mir nur blöde Sprüche. So wie, also okay. Also, ja, so wie immer also. Ja. So. Gut. Möchtest du noch einen Gruß an die Welt richten? Ja, ich grüße euch alle. Mhm. Mit Bussi links, Bussi rechts, Bussi in der Mitte, wa? Das ist für Fortgeschrittene. Ja. Ja, so eine, ja. Stichwort Fortschreiten. Ja. So, tschüss.